Wahnsinn und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Outlast 2. Ich gehe tiefer in die Minen, in die finsteren, dunklen Minen. Oh Scheiße, da vorne ist diese Tür aufgegangen oder ist sie zugegangen? Ich gehe einfach mal hier runter. Hier kann man lang, guckt mal. Oh oh. Warum finde ich das nicht gut? Wie man hier unten echt gar nicht sieht ohne Nachtsicht, ne? Ohne Witz, ich meine, ich hatte noch mindestens eine weitere Batterie in der Tasche gehabt. Ich glaube, die habe ich verloren, als der Aufzug abgestürzt ist. Kann das sein? Oh, scheiße. Habt ihr das gesehen? Lebendig begraben zu werden ist ja auch nicht so geil eigentlich. Aber das hatten wir ja schon mal gehabt, jetzt vor einer nicht allzu langen Zeit in diesem Spiel. Gott, ey. So, jetzt wäre es mal wieder nice, eine Batterie zu bekommen. Natürlich ist hier keine. Ich gehe einfach tiefer rein. Da hinten ist ein Licht. Oh Gott, ist das gruselig. Das ist so... Also das ist wieder... Wenn es jetzt wieder in so abgetrennten Bereichen ist, ist es wieder Outlast pur, muss man sagen. Ich muss sagen, diese offenen Sachen... Oh nein, der Kinderschänder wieder. Boah. Hässliche Geräusche. Ich muss sagen, wenn das so in offenen Gegenden ist, da funktioniert manches nicht immer so mit der Wegfindung. Aber so hier ist es wieder ziemlich cool. Hör auf zu singen. Boah, ist ganz nah. Er ist ganz nah. Tür auf. Tür zu. Moment. Erstmal aufnehmen. Erstmal das hässliche Gerippe aufnehmen. Mal gucken, was das... Ah ja, wir hatten ja noch was aufgenommen, ne? Das können wir uns jetzt mal angucken direkt, würde ich sagen. Nehmen wir mal Q mit vorherig. Genau, das hatten wir uns noch nicht angeguckt. They lived down here. No, not lived. I had to find Lynn. I hoped I hadn't already. Okay, dann machen wir mit E den nächsten. Loving and hating God is the same thing. Like making and killing children is the same thing. She told me to meet her in the music room. Bei ihm vermischen sich jetzt echt heftig die Vergangenheit und die Gegenwart, kann das sein? Er kann das jetzt gar nicht mehr so richtig differenzieren schon. Das ist schon ein bisschen bedenklich auch. Aber kann das sein, dass wir da voll viel verpasst haben? Da waren so voll viele Sachen, die wir nicht gefunden haben, glaube ich. Ich muss auch mal ein bisschen gucken, nicht, dass hier Batterien sind. Nein, ich glaube, da muss ich jetzt nicht gucken. Mal nach links gehen, oder? Ist besser. Boah, scheiße, jetzt wird's ja hier wirklich richtig Descent-mäßig. Aber ohne Witz, ey. Guckt euch das mal an, jetzt sind wir voll in so einer Höhle hier drin. Ah. Ist das so gewollt? Ja, ich glaube schon. What have you done to Lynn? Oh oh. Where is she? Bye. We are creatures of appetite. I want to feel your hunger. Oh nein. I want to see your true face. Your seed will burn this world. Where's Lynn? Was macht sie? Was will sie machen mit mir? Was hat sie vor? Welcome her, infant lord. Naked, hiding nothing. Oh Mann, ey, ist das krank. Die reibt sich erstmal mit Schlamm ein. Crazy motherfucker. I show my true face. Show me your true face. Okay. Von der Höhle fallen echt ab und zu mal ein paar Steine runter. Ja, da sieht man es schon. Da hat wahrscheinlich ein Stein zu viel sie am Kopf getroffen, so ein bisschen. Ich renn mal lieber, ne? Rechts. Oh Gott, links. Ich renn mal dahin, wo Cell ist, ne? Rechts. Oh, das war falsch, offensichtlich. Ah, nee, es war richtig. Hä? Moment. Oh. Oder? Falsch, richtig? Niemand weiß es. Ja, jetzt bin ich hier. Und jetzt? Irgendwas sagt mir, ich hätte wahrscheinlich dabei sterben müssen, kann das sein? Weil
Hier kommt man nicht mehr raus. Ich kann hier auch nirgendwo langklettern. Scheiße. Kann mich bitte jemand ausgraben? Vielleicht die Frau, die sich da gerade eben mit Schlamm eingerieben hat. Ja. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, dass ich jetzt hier hätte sterben müssen bei der Aktion. Oder kann ich hier was machen? Oder muss ich... Muss ich irgendwas kaputt schlagen? Ich weiß nicht, was ich machen muss jetzt. Ach, warte mal hier lang. Okay. Alles klar. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Ich lad mal nach. Ich kann, glaube ich, noch eine reinstecken. Ja. Eine geht noch. Eine geht noch rein. Immer schön. Oh. Your father. The Christ we deserve. Boop. Watch. Nein. Lass mich. Du hässliche Frau. Du hässliche redende Frau. Das, warte mal, da wo es spratzelt, gehe ich mal hin. Hier wäre jetzt mal eine Batterie wieder nicht schlecht, ne? So ein bisschen. Ja, das muss ich wahrscheinlich killen. Ja, wahrscheinlich ist da irgendwo was an. Da hinten. Ich glaube, da hinten kommt sie. Ja. La 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 la. Soll ich einfach mal hier lang gehen? Die kommt mir schon nach, oder? Ja, die kommt mir nach. Scheiße. Wir machen das jetzt Trick 17 mäßig. Wir lassen sie da einfach lang gehen. Gehen dahin, wo es hell ist. Da ist bestimmt der Generator. Da müssen wir ausmachen. Oder kann ich... Warte mal, ich kann auch hier runter eigentlich. Mach mal das mal. Probieren wir mal, wo es hier hingeht. Hoch, 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 hoch. Oder ist das einfach nur... Ah! Jawohl, ja. Sie kam schon von hier, oder? Boah, diese Sau. Ich weiß genau, dass die da irgendwo rumgeistert jetzt. Die unverschämte Sau. Feuer, da kommt eine Fackel an. Boah, ich glaube, das ist gar nicht so gut, wenn ich hier so rum... Hä, habe ich nicht gerade den Generator ausgemacht? Ich habe das doch gerade ausgemacht, oder nicht? Ich habe doch da gerade den Schalter umgelegt. Warum? Oh, das war unklug, glaube ich. Oder muss ich zwei ausmachen? Oh nein, was mache ich denn hier? Ja, Sackgasse, geil. Scheiße, meine Batterie ist gleich alle. Mist. Aber hier geht's weiter irgendwie, oder? Ich geh mal hier rein. Oh, Tür zu. Und verriegeln. Was ist das hier? Was ist das hier? Warum sind denn hier nur keine Batterien, ey? Was ist denn das nur für ein Driss? Das ist doch voll unfair, oder nicht? Okay. Machen wir das mal, ne? Okay, aber wohin jetzt, ist die Frage. Jetzt habe ich es hier zwar schön dicht gemacht, aber... Hier komme ich doch nicht wieder raus, oder doch? Und hier sind auch keine Batterien, ey. Ach, das ist doch scheiße. Ich meine, gut, ich müsste nur einmal sterben, dann hätte ich wieder eine volle Batterie. Hier kann man nicht weiter, oder? Das ist hier einfach nur eine fette Sackgasse. Oder kann ich mich wieder hier hinten irgendwie... Nee, ich glaube... Das ist hier einfach nur... Ach nee, warte mal. Hier kann man doch rein, oder nicht? Also es sieht zumindest so aus, als wenn man hier... Ja, toll! Hä? Wo habe ich jetzt die Batterie hergehabt, frage ich mich. Frage ich euch. Warte mal, war da nicht gerade interagieren irgendwie? Muss ich jetzt hier rein oder nicht? Ach, das ist mal scheiße irgendwie. Weiß ich nicht, dass sie einem das nicht ein bisschen genauer sagen, wo man jetzt hin muss. Aber das ist hier ein komplett dunkler Raum. Ich glaube nicht, dass das richtig ist, ehrlich gesagt.
Ich glaube, die läuft gerade. Die läuft, glaube ich, gerade vor der Tür rum. Kann das sein? Kann man da so ein bisschen durchgucken? Warte mal. Nee, man sieht nichts, glaube ich. Ich schieb das mal weg wieder. Ich glaube, es hat keinen Sinn. Ich muss, glaube ich, raus. Vielleicht in die andere Richtung. Da war ja noch ein Gang, glaube ich. Ich bin einmal hier lang gegangen und dann nochmal geht's nochmal zur anderen Seite hin. Danger. Nee, es ist eine Sackgasse hier, oder? Das ist echt eine harte Sackgasse. Da oben kommt man auch nicht durch, ne? Ja, tolle Wurst. Warum bin ich denn jetzt in die Sackgasse gelaufen, ich Blödmann? Wo ich natürlich nicht rauskomme. Ich guck mich jetzt hier nochmal um kurz, ob ich hier was übersehen habe. Ah ja, guck mal an. Habe ich den zweiten Schalter übersehen? Das gibt's ja gar nicht. So, jetzt wird sie mir wahrscheinlich entgegenkommen. Dann muss ich wahrscheinlich in den Raum da hinten. Ja. Geh wieder zurück. Lauf, 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 lauf. Mach doch. So, und jetzt? Schiebt der auch? Ja, ich glaube schon. Jetzt gehen wir einfach hier in so einen Schrank. Vielleicht nicht unbedingt in den nächstbesten. Vielleicht bricht sie ja jetzt durch die Balustrade durch. Weil sie weiß ja jetzt schon, wo ich bin, da ich ja den Strom ausgeschaltet habe. Wir warten mal kurz. Schlägt sie da dagegen? Ich kann das immer total schwer einschätzen. Ich kann das total schwer einschätzen, was jetzt Ambient-Sound ist in der Musik und was jetzt von ihr kommt. Aber ich glaube... Soll ich es mal wagen? Soll ich mal rausgehen? Warte mal, wir können doch... Wir sehen das doch, oder? Wenn sie da mit ihrer Fackel ankommt, sehen wir das doch, wenn hier Licht ist. Das müsste doch hier durchscheinen eigentlich. Das heißt, wenn jetzt hier durch die Ritzen nichts durchscheint, dürfte da eigentlich auch keine Frau sein mit Fackel. Wir machen das jetzt ganz hardcore. Wir machen das jetzt ganz hardcore. Wir haben ja jetzt den Strom ausgeschaltet. Wir gehen hier jetzt raus. Jetzt gehen wir hier unten rein. Ich muss nur die Kurven entsprechen. Oh, scheiße. Okay, wisst ihr was? Wir rennen einfach jetzt. So, jetzt muss ich nochmal... Wo war das jetzt, die Stelle, wo ich durch muss? Hier hat's gespratzelt, ne? Ich glaube schon. Ich glaube, ich hab's. Ja, ich hab's. Sauber. Jawohl. Astrein. Astrein vor allem, wenn sie da mit ihrer Asthaube rumläuft. Oh, scheiße. Okay, ich glaube, das haben wir jetzt, ne? Eine Batterie wäre jetzt echt super nett. Aber sowas von super nett. Ich interagiere mal, ne? What did you do to her? Du hässlicher Mann. Ah, das ist das Danger. You can't keep a secret. Oh. Ach, warte mal. Kann das sein, dass ich das hier... Ja. Nee. Oder? Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe es richtig gemacht. Ich glaube, das muss so. Batterie! Ich liebe dich wie nie, du kleine Batterie. Warum kann ich hier runter? Nee, kann ich gar nicht. Oh doch! Soll ich mal hier bleiben, sicherheitshalber? Da kommt nämlich irgendwas. Irgendwer. Aber hier bin ich voll exponiert eigentlich. Das ist voll nicht gut. Da hat doch gerade irgendwas geschlagen. Ich hab's doch gehört. Hat alles keinen Sinn, glaube ich. Wir laden mal nach schon. Ich habe zwar nur noch eine Batterie, aber irgendwie will ich jetzt nicht überrascht werden. Steh auf! Nee, hä? Okay, Moment. Hier ist offensichtlich falsch. Kann man hier irgendwo weitergehen? Nee, ne?
geht nicht. Und da unten drunter durch war jetzt auch nicht unbedingt die Lösung. Ach, muss ich vielleicht die Lore zurückziehen und dann da durchbrechen? Ich probiere das mal aus, ne? Vielleicht hat die nicht genug Effekt gehabt. Ich ziehe die mal bis ganz zurück, so weit zurück, wie es geht. Und dann schauen wir mal, ob wir die da durchcrashen lassen können einfach. Aber gut, dass ich die Batterie noch mitgenommen habe. So. Ja, so weit zurück, genau. Und jetzt einfach schieben, 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 immer weiter schieben. Schieben, 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 schieben. Jawohl, ich glaube, das war richtig. Yes! Oh, scheiße. Ah, der Hansel. Der Spratzelmann, der Zungenmann. Oh nein, scheiße. Aber der macht mir nur... Der erschreckt mich nur so ein bisschen, ne? Der macht gar nichts. Also noch nicht. Ja, was ist das denn jetzt hier? Ist nicht euer Ernst, oder? Ich soll da ins Dunkel runterspringen? Nee, das kann nicht richtig sein. Hier ist eine Leiter. Ich wollte gerade sagen, das wäre es jetzt gewesen. Ey, einfach runterstürzen, Kopf über. Oh nein, habt ihr das Atmen gehört? Ja, geil, ey. Bin ich jetzt tot? Nimm die Kamera, Mann! Oh. Ja, hier unten ist es natürlich komplett stockdunkel. Man sieht nichts. God doesn't love you. Not like I do. Ah! Da, unten drunter durch! Du Scheiße, ich glaube, die kommt mir nach. Schneller, 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 schneller. Versuch mal ein bisschen Batterie zu sparen, ne? Indem ich hier immer so ein bisschen blitze. Blitzdingse. Ja, die kommt mir nach. Oh Gott, scheiße. Runter, runter, runter. Kann jetzt nicht irgendwie mal so ein toller Erdrutsch so getimt kommen, der sie einfach mal verschüttet? Links oder rechts? Links oder rechts? Ich geh mal links lang. Wahrscheinlich ist das falsch. Entscheidungen, Entscheidungen. Ah! Ist die Erde auf meiner Seite, ist jetzt die Frage. Ja! Und jetzt? Sterben! Offensichtlich war links die falsche Entscheidung. Ich hätte rechts lang gemusst. Ja, natürlich. Aber gut, ich habe hier eine volle Batterie dadurch. Runter. Nach rechts. Ich gehe jetzt einfach mal bei der Abzweigung rechts, ne? Ich halte mich jetzt immer rechts. Boah, die Musik! Das ist überhaupt nicht strapazierend für die Nerven. Als wenn das Gekriech hier unten nicht schon krass genug wäre. Jetzt rechts halten. Hä? Das ist, glaube ich, egal, oder? Es ist derselbe Weg, glaube ich. Nee, warte mal, jetzt kommt sie, glaube ich, links raus. Jetzt kann ich hier weiter. Alles klar. Ich gehe mal hier lang, ne? Aber von da kam ich eigentlich. Oh, wie sie schmatzt hinter mir, ey. Ist schon ein bisschen eklig. Ah! Wo? Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Scheiße. Muss mal an eine Wand irgendwie erstmal, damit ich sehe, wo ich bin. Da hinten ist es hell. Boah, das ist jetzt wie in The Descent, ne? Das ist wie in dem Film. Ja, scheiße. Warum wusste ich, dass das diese blöden Penner jetzt bei mir sind? Die Frage ist das richtig, was ich hier mache? Wo muss ich denn jetzt wieder hin, ey? Ach, Kacke. Nein! Ach, hier muss ich lang. Oh. Dass da wieder so eine scheiß Zapfen im Weg sind. Ja, hä? Warum sind denn da immer dann so eine Zapfen auch im Weg? Das ist so bescheuert. Wo man dann dran hängen bleibt. Dass er dann. Man hat ja schon den richtigen Weg gefunden. Das ist so. So nervig, echt. So, jetzt einfach geradeaus weiter, komm. Einfach auf das Licht zu. Da kann ich auch mal die Dings auslassen, die Nachtsicht. Ich glaube schon, dass ich hier hin muss. Das ist der einzige helle Ort.
Ja, muss ich auch. Alles klar, alles gut. Alles klar, alles gut, alles okay. Lauf mal schneller, komm. Wo ist es denn jetzt hell hier? Man sieht hier wieder gar nichts. Da hinten, glaube ich, oder? Nee, Moment, das ist ein Ast. Wie er hier am Schnaufen ist, ey. Nur weil er mal so durch so ein bisschen Wasser durch muss. Ach, hier ist eine Leiter. Okay, ich hab's gesehen. Alles klar. Alles klar, alles klar, alles gut. Hoch, komm. Wir hatten lange keine Vergangenheitssequenz mehr, ne? In der Schule. Das erstaunt mich jetzt gerade so ein bisschen. Dafür war jetzt der Zungenmann hier schon ein paar Mal aufgetaucht. Mach die Kamera an. Mach sie an. Mal ducken. Aufstehen. Oh, scheiße. Ich weiß gar nicht, wie viel Finale das jetzt hier schon ist, ehrlich gesagt. Nochmal hoch, ne? Oh nein, da oben läuft schon wieder die Frau rum, glaube ich. Mach die Kamera an. Mach sie an. Ja, ich muss da hoch. Da, wo die Frau ist, natürlich. Da, wo die hässliche Frau ist. Die mit mir wahrscheinlich am liebsten irgendwie so eine ganz komische Liebeszeremonie abhalten möchte. Oh Gott. Okay, hier kann ich jetzt tatsächlich mal ohne Nachtsicht versuchen, so ein bisschen über die Kante schauen. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hier lang muss. Hier, hier drüben? Gott! Muss ich mich da runterfallen lassen oder muss ich hoch? Ich lasse mich mal experimentellerweise einfach mal runterfallen, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig ist, keine Ahnung. Doch, ist richtig, glaube ich. Ich glaube, man kann... Oder? Jetzt hier runter. Ah, Batterie, 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 Batterie. Oh, wie die Musik schon wieder so... so John Carpenter-mäßig fies wird gerade. Irgendwas sagt mir, dass da gleich... wer kommt? Soll ich mal einfach geradeaus weitergehen? Das ist doch hier dieselbe Leiter, die ich vorhin gerade hochgegangen bin, oder nicht? Ja, ich glaube schon, dass das die ist. Hä? Dann komme ich von hier her. Ich verstehe es nicht. Ich gehe einfach mal hier weiter. Nee, doch, von hier komme ich. Hier ist wieder die Höhle. Nee, hä? Leute, warum verbaut ihr das so verwirrend, dass man nicht... Ah! Nee. Warum baut ihr das so verwirrend, dass man nicht weiß, wo man hin muss? Das ist einfach so unnötig, finde ich das. Nee, nee, das ist schon richtig. Ich muss hier hoch. Das ist so... Ja, ach man. Wisst ihr was? Ich glaube, das ist eine gute Stelle, um jetzt hier an der Stelle mal die Folge zu beenden. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Outlast 2. Nein, geh nicht wieder runter. Und dann, ja, machen wir hier an der Stelle weiter, würde ich sagen. Bis zur nächsten Folge Outlast 2. Bis dann, ciao, ciao.